Sie sehen schwarz, wir auch. Dabei sollen Informationen über Emissionen, also über das, was wir einatmen, öffentlich sein. So schreibt es das Gesetz vor. Aber die Praxis sieht oft genauso dunkel aus wie diese Seite. Worum geht es? Es geht um Abgase und manipulierte Dieselautos von VW. Die sollten nach einem Software-Update angeblich sauber sein. Sind sie aber nicht, fand Frontal 21 bereits im Jahr 2016 heraus. Also fragten wir beim zuständigen Kraftfahrtbundesamt nach. Denn das hatte die billigen Software-Updates geprüft und auch genehmigt. Das Amt gab uns aber keine konkrete Auskunft, weshalb wir vor Gericht auf Herausgabe der Informationen klagten. Fast 2,5 Jahre später schickt uns das Kraftfahrtbundesamt nun diese 8 Aktenordner zum Software-Update von VW. Es sind tausende Seiten, die Aufklärung versprechen, dachten wir. Aber von wegen, fast alle Seiten sind geschwärzt. Genauer, von über 5000 Seiten sind genau 27 Seiten ungeschwärzt. So stellt sich das Kraftfahrtbundesamt also Transparenz vor? Wir nicht. Klar, dass wir uns damit nicht zufrieden geben. Wir klagen weiter.